Kanzler auf den Tisch. Ich merke schon. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Ruhe jetzt. Was? Alter, wach leise. Ich bitte leise, um die Handys auf Flugmodus zu schalten. Wir haben hier einmal den Angeklagten Vito Peroni, geboren am 20.05.1987. Uns sind folgende Anklagepunkte gegen Sie bekannt. Mord an Christian Kerger, Bedrohung in mehreren Fällen, Bildung krimineller Vereinigung in mehreren Fällen, Bildung bewaffneter Gruppen in mehreren Fällen, Raub nach Absatz 1.2 in mehreren Fällen, der Angriff, tätlicher Angriff und Vollstreckungsbeamte in mehreren Fällen, Körperverletzung in mehreren Fällen, Mord, Geiselnahme in mehreren Fällen, Einbruch in mehreren Fällen, diverse Bank- und Juwelierräube. Zunächst bitte ich dann einmal den Herrn Vito Peroni, sofern er zu diesen Anklagepunkten eine Aussage tätigen möchte, vorne in den Zeugenstand. Sofern er dies nicht möchte und durch seinen Anwalt vertreten ist, den Anwalt gerne einmal in den Zeugenstand. Gut, Herr Stanton, Sie vertreten die Frau Moretti und den Herrn Vito Peroni. Das ist korrekt. Dann einmal zum Datenabgleich. Vito Peroni, geboren 20.05.1987, derzeit arbeitslos. Angaben soweit korrekt? Sie, korrekt. Alles klar. Dann einmal noch Datenabgleich von Gina Moretti, geboren 9.05.1991, auch derzeit arbeitslos. Angaben ebenfalls korrekt? Korrekt. Testenden, ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Mandanten vertreten. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung, beziehungsweise was vertreten Sie gegenüber Ihren Mandanten? Erstmal standen viele Sachen, die Frau Staatsanwältin gerade genannt hat, standen nicht so in der Akte drin. Und wurden uns auch nicht vorher gesagt. Ja, dafür steht ja die Gerichtsverhandlung hier, ne? Ja gut, aber ihr könnt euch ja nicht einfach was aus den Fingern saugen, was vorher nicht bekannt war. Absolut, was auch immer er sagt, er hat recht. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Allerdings sind diese Anklagepunkte gefallen, diese Anklagepunkte stehen. Zu dem Vorfall, der aktuell in den Akten stehen, kommen wir dementsprechend auch noch. Zu den genannten Anklagepunkten gibt es folgende Beweise. Und zwar gibt es wohl einen Vorfall, passiert durch den Herrn Vito Peroni, durch den Herrn Schneider und durch den Herrn Ritter. Und zwar gab es einen Vorfall, den die Staatsanwältin uns eben mitteilt. Es folgt jetzt ein Bericht zum Geständnis und der Geiselnahme von Herrn Vito Peroni. Am 17.09.2023 fand ein Verhör zwischen Vito Peroni und der Polizei Köln statt. Im Verlauf des Verhörs sind Herr Schneider und Herr Ritter zusammen mit Herr Peroni in einen Streifenwagen gestiegen und wollten gemeinsam zu einem Ort fahren. Während der Fahrt fielen mehrere schwarze Fahrzeuge, also Mercedes, auf, die bei uns wenig später versucht, den Streifenwagen abzufangen und haben diesen abgedrängt. Der Streifenwagen wurde umstellt und er wurde mit Waffen bedroht und sollte das Fahrzeug verlassen. Herr Peroni wurde von den bewaffneten Leuten befreit und Herr Ritter und Herr Schneider wurden als Geiseln genommen und zum Human Labs gebracht. Dort angekommen wurde ein Gespräch zwischen LCN und Polizei durchgeführt und im Verlauf kam Vito Peroni hinzu. Nein, die Arme ist bestimmt aufgeregt. Dieser übernahm die Gesprächsführung und fing an, über diverse begangenen Strafkarten zu sprechen und diese zuzugeben. Im weiteren Verlauf wurde Herr Schneider von Herr Peroni angeschossen und vermutlich bewusstlos geschlagen. Herr Ritter wurde kurz vor Ende unter Zwang Kokain zugestellt und musste dieses dann zu sich nehmen. Wie kann ich das selber was zu sagen? Es liegt als Beweis ebenfalls eine Aufnahme zu, diese ist den Anwälten zugeführt worden. Wie man mir gerade schon sagte, wird auf Unzurechnungsfähigkeit von Herrn Ritter plädiert, da der Herr Ritter wohl unter Koks stand. Beziehungsweise unter Kokain. Kann ich das selber was dazu sagen? Wir haben das Video ausgewertet seitens der Staatsanwaltschaft. Das war nicht. Und sind zu folgendem Entschluss gekommen, dass eindeutig ein Geständnis bezüglich des Mordes an Christian Kerger gefallen ist. So ein Bullshit. Sowie ein Geständnis, dass man nicht ein Staubsaugervertreter sei, sondern Kopf einer kriminellen Gruppe. Damit wären wir beim Punkt Bildung krimineller Vereinigung, Herr Anwalt. Was kommt in der Wachtelei? Ja, mit seinem Wachtelei. Wachtelei. Er meint den Ritter.
Auch nochmal für Sie der Datenabgleich. Sie sind Herr Robert Ritter, geboren 14.05.1980, vom Beruf Leitender Polizeidirektor der Polizei NRW. Ist das soweit richtig? Das ist korrekt. Gut. Möchten Sie Angaben zum Tatzeitpunkt machen? Ja oder nein? Ja. Gut. Sie sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert? Korrekt. Gut. Dann dürfen Sie loslegen. Sei Dank. Also, wie man der Bodycam-Aufnahme entnehmen konnte, ist der Tathergang, so wie Sie ihn geschildert haben, so passiert. Und Herr Peroni hat unmittelbar, bevor mir das Koks zwangsweise eingeführt wurde, die Taten gestanden. Das stimmt, ich habe danach Koks eingeführt bekommen, aber ich wüsste nicht, inwiefern das eine Kameraaufnahme beeinflusst und die Glaubwürdigkeit dieser Aufnahme. An meiner persönlichen Aussage kann es durchaus Zweifel geben, aber die Kameraaufnahme bleibt weiterhin eine Kameraaufnahme, unabhängig davon, unter welchem Einfluss ich stehe. Mehr kann ich tatsächlich dann zum Tathergang erstmal nicht sagen. Herr Anwalt, soll ich doch was sagen? Dann dürfen Sie zurücktreten. Können Sie sich zu dem weiteren Tatvorwurf jetzt äußern? Ja, der Herr Peroni möchte sich gerne äußern. Gut. Vorab, Herr Stanton, der Antrag auf einen Drogentest von Herrn Ritter ist abgelehnt. Schwachsinn. Jetzt dürfen Sie, Herr Peroni. Also, da ich ja noch nie vor so einem Komitee oder was auch immer stand, weiß ich nicht, wie man sich hier zu verhalten hat. Deswegen erzähle ich einfach, was war, okay? Das also, müssen Sie vor Gericht. Gut. Möchten Sie eine Aussage machen? Ich werde was sagen, ja. Gut. Also an diesem besagten Tag wurde ich, und das ist jetzt wichtig, dass Sie sich das alles notieren oder so, von Herrn Ritter, der ein Freund ist, eingeladen zum Gespräch. Er ist ein Freund, das hat er mir sogar per SMS geschrieben, kann man bestimmt nachgucken in mein Handy. Da schreibt er oft, schreibt der Herr Peroni, wir sind doch Freunde und so, wenn er was möchte. Na, also wir sind sehr innige Freunde. Auf jeden Fall hat er mich dann eingeladen zu einem Gespräch und ich dachte natürlich, wenn mich ein Freund fragt, dann muss ich natürlich mit ihm sprechen. Aus diesem Gespräch wurde dann so ein bisschen verhört, habe ich erst gedacht, will er jetzt Polizist spielen. Und dann hat er mich komische Dinge gefragt und ich wusste erst nicht, ist das vielleicht ein Scherz, ein Aprilscherz oder sowas. Auf jeden Fall wollten wir dann wegfahren. Er hat gesagt, ich will dir was zeigen, was Schönes, lass uns hinfahren. Dann dachte ich wieder, ah, ist doch kein Scherz, er will bestimmt mir wirklich was zeigen. Dann sind wir losgefahren und dann war es tatsächlich so, dann kamen wildfremde Autos. Keine Ahnung, was das für Autos waren, aber bestimmt so schwarze Mercedes, was die Dame gesagt hat. Die kamen dann und haben uns da rausgeholt aus diesem Auto. Bis da, ich kannte die Person nicht, wer das war. Naja, auf jeden Fall hat sich wohl rausgestellt, dass das auch so Partygänger sind. Und dann sind wir in dieses Human Labs gefahren und dort haben wir zusammen gefeiert. Wir haben uns unterhalten, also ich habe nicht die Gesprächsführung gemacht, sondern wir haben uns unterhalten, gefeiert und der Ritter, mein alter Freund, hat dann gefragt, Mensch, können wir nicht irgendwas machen, um ein bisschen mehr Spaß zu haben? Und dann hat er Koks durch die Nase gezogen. Keine Ahnung, woher er das hat, vielleicht klaut er das irgendwo. Also ich will ihm ja nichts Böses, aber kann ja sein. Und dann hatten wir alle noch mehr Spaß, haben gefeiert, getanzt, Musik lief. Und dann ist der Herr Snyder sehr unglücklich gewesen und hat mit seiner Dienstwaffe rumgefuchtelt und hat sich selber ins Knie geschossen, der Arme. Das tut mir jetzt noch leid, ich hoffe, es gibt keine bleibenden Schäden. Ja, dann ist er vor Schreck umgefallen, weil er im Schockzustand war und mit dem Kopf gegen eine Wand geknallt. Danach war der ohnmächtig. So, der Ritter war dann irgendwie, zuerst war der besorgt, aber dann hat er gelacht und fand das voll witzig und hat dann nochmal Kokain zu sich genommen. Ja, und danach haben uns die Personen, ich glaube, das waren so eine Truppe von Chauffeuren, die haben uns dann einfach wieder weggefahren. So war dieser Abend. Und jetzt sage ich Ihnen was, diese Kamerasachen, die Sie da haben, also glauben Sie mir, ich habe auch schon mal Leute in ein Bild gesickt und habe einen anderen Kopf da drauf gemacht. Wissen Sie, ich hatte früher in der Schule einen, den konnte ich nicht leiten, dann habe ich seinen Kopf auf ein Schweinchen drauf gemacht. Und wenn sowas möglich ist, dann ist das auch möglich, so eine Aufnahme zu fälschen.
Ich sage Ihnen an der Stelle, ich habe nie irgendwelche komischen Straftaten zugegeben. Ich weiß und die ganze Stadt weiß, dass ich ein redlicher Bürger bin. Ich bin für diese Stadt da, ich investiere in diese Stadt, ich gucke, dass es den Menschen gut geht. Ich sage niemanden. Ich habe fertig. Gut, vielen Dank, Herr Peroni, für die Aussage. Wir werden das Ganze prüfen. Allerdings kann ich Ihnen sagen, dass die Bodycam-Aufnahme von Herrn Ritter glaubwürdig erscheint und durch unsere Kriminaltechnik untersucht wurde. Dann dürfen Sie gerne zurücktreten. Nee, Herr Reinwald, wie war das? War das gut? Herr Reinwald, war das gut? Können Sie noch irgendwas zu dem Tatvorwurf äußern? Sie sind bislang still, schweigen. Ich sage nichts. Dann einmal eine Frage in die Runde. Ist der Herr Schneider anwesend? Ja, ist er. Nochmal der Datenabgleich. Sie sind Herr Tim Schneider, geboren am 26.08.2000, Polizeidirektor der Polizei NRW. Angaben soweit korrekt? Korrekt. Gut, dann schildern Sie mir mal aus James ist da hinten. Was an dem vergangenen Tag er ist da im Cowboy-Outfit. Ihnen widerfahren ist. Wie bereits erwähnt, hatten wir ein Verhör mit dem Herrn Peroni auch im Präsidium, was wir kurze Zeit später verlagert hatten, außerhalb in einen Streifenwagen. Wir wurden kurze Zeit, nachdem wir das Präsidium verlassen haben, direkt schon verfolgt von einem wie bereits beschilderten schwarzen Mercedes. Wir hatten versucht, vor diesem zu flüchten und das hat nicht ganz funktioniert, weil es waren hinterher, lassen Sie mich jetzt nicht lügen, 3 bis 4. Und, das nicht. Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das machst. Wir uns dann auch umstellt und konnten mit gezogener Waffe erwirken, dass wir samt dem Herrn Peroni aussteigen mussten. Wir wurden gefesselt und sämtliche Mittel, sei es Funkgerät oder Abwehrmittel von uns, wurden uns abgenommen. So wie ich das mitgesehen habe, konnte der Peroni einfach durch Einsteig, Waffengewalt. Anschließend wurden wir Richtung dem Labor gefahren. Und am Anfang stand uns ein Maskierter gegenüber und hat mit uns das Gespräch geführt. Und kurze Zeit später kam der Herr Peroni dazu, unmaskiert, so wie wir ihn vorher auch am Präsidium und bei uns im Fahrzeug hatten. Ich würde sagen, übernommen und hatte diverse Aussagen getätigt, wie ich es in dem Bericht auch geschildert hatte. Ja, unter anderem, dass er den Mord an Christian Kerger, ich würde sowas sagen, fast sagen, genossen hat. Hat dann weiter erzählt, das war mit dem Mord. Anschließend ging es dann dazu über, dass er hören wollte von dem Herrn Ritter, dass er der Größte in der Stadt wäre und ihm, dass wir ihn in Ruhe lassen sollen und wir der Familie nichts tun. Dem kamen wir nicht nach. Viel weiter kann ich dazu auch nicht mehr sagen, weil dann mein Gedächtnis ein bisschen verschwommen ist. Gut, dann danke ich Ihnen für die Aussage, dann dürfen Sie gerne zurücktreten. Alles klar. Schwachkopf. Herr Schmidt. Wenn Sie sprechen möchten, dann dürfen Sie gerne vorne in den Zeugenstand. Herr Schmidt, was liegt eigentlich gegen meine Mandantin vor? Zudem kommen wir auch noch. Ihr wird die Mittäterschaft vorgeworfen. Ebenso haben wir ja soeben mitbekommen, dass der Herr Peroni ins Polizeipräsidium eingebrochen ist und die Frau Moretti versucht hat zu befreien. Ja gut, aber nur weil er sie befreit hat, hat sie ja nicht der Schuld dran. So. Ja, wenn sie keine Schuld dran hätte, dann hätte sie auch sagen können, nee, mache ich nicht, ich bleib hier, ich stell mich. Dem Ganzen ist sie nicht nachgekommen, sondern ist mit Waffengewalt vorgegangen, wurde eine Geisel genommen. Dementsprechend sind wir hier im Bereich der Mittäterschaft. Dann fruchtet auch die Aussage nicht. Doch, ist halt ihr Mann gewesen, ne? Gut, Herr Peroni. Bitte? Haben Sie irgendwelche Zeugen mit dabei? Irgendwelche Leute, die Sie noch informieren konnten, bevor Sie jetzt hier in die Zellen verfrachtet wurden. Gibt es irgendwelche Zeugen, die Ihre Unschuld beweisen können? Irgendwelche Beweise, die Sie vorlegen können? Bislang ist bei uns nichts eingereicht worden. Haben wir Zeugen? Keine Ahnung. Diego? Nee. Herr Anwalt? Ich denke nicht, wir haben
Zeugin für was genau jetzt nochmal, bitte? Naja, es steht ja ein Tatvorwurf hier im Raum, explizit für die genannten Paragraphen durch unsere Staatsanwältin, die Gefangenenbefreiung eben und den Mord an Christian Kerger, da wozu es ja ein Geständnis bereits gibt. In dem Fall ist hier der Fall eigentlich eindeutig. Zudem der tätliche Angriff auf Verstreckungsbeamte sowie der Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, da der Herr Schneider scheinbar niedergeknüppelt wurde. Tja, da müsste man... Vielleicht ist er auch einfach ausgerutscht. Wissen tust du es auch nicht, ne? Wissen tue ich das auch nicht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber die Beweise sprechen halt eindeutig. Also ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, dass wenn er sich versehentlich selber ins Bein geschossen haben soll, was ein Schuss eben, ja. Dann einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt, da passt ja irgendwas vorne und hinten nicht zusammen, oder? Oder ich hab nicht, weiß gar nicht, dass der einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt hat. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, der ist vor Schock ausgerutscht, weil der so schockiert war, dass sich selber ins Knie geschossen hat, dass er rückwärts mit dem Kopf gegen die Wand gefallen ist. War traurig, wirklich traurig. Sehr, sehr traurig. Sage ich ja. Gut, das heißt, Sie haben keine Beweise, die Ihre Unschuld beweisen können? Also, wie ich das sehe, haben Sie keinen Beweis, der irgendeine Schuld von mir beweisen würde. Sie sagen was, ich sage was. Dann haben Sie gerade nicht zugehört. Also egal, wie oft ich Ihnen noch zuhöre, ich höre immer das Gleiche. Der Polizist sagt irgendwas, ich sage irgendwas. Ja, Sie sagen irgendwas, vielleicht nehmen Sie Ihren Hut ab, dann hören Sie mehr. Der geht nicht über meine Ohren. Ja, aber muss ja jetzt nicht hier gleich persönlich werden. Vielleicht sitzt er ein bisschen enger an. Ich werde nicht persönlich. Ja. Von Gericht, ja. Aber die Beweise sprechen eindeutig. Alleine der Mord an Christian Kerger ist eindeutig, da das Geständnis auf der Aufnahme zu sehen ist. Wer ist Christian Kerger? Das wissen Sie, glaube ich, viel besser als ich. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, ihn kennenzulernen oder nie die Ehre gehabt. Herr Schmidt, mein Mandant möchte noch eine Aussage tätigen. Dann bitte ich Ihren Mandanten einmal in den Zeugenstand. Ja, ich würde gerne eine Aussage tätigen. Zuallererst möchte ich sagen, dass die folgenden Worte, die Sie jetzt von mir hören, von mir ausschließlich kommen. Das, was ich sage über die Taten, die ich begangen habe, an diesen Taten war nur ich alleine beteiligt. Meine Frau nicht oder sonst irgendjemand war da auch nicht daran beteiligt, sondern ich ganz alleine. Und zwar geht es um den Mord an diesem Christian Kerger, den Sie mir hier vorgeworfen haben. Und zwar hiermit gestehe ich, dass ich komplett alleine bei freiem Willen und Bewusstsein Herrn Christian Kerger erschossen habe und ich habe seine Leiche vergraben an dem See da oben unter einer Betonplatte. Und ich habe es genossen und ich würde es jederzeit wieder tun. Aber er ist ja schon tot. Und dazu möchte ich noch hinzufügen, dass ich ihm in sein hässliches Gesicht geschossen habe, ohne beleidigend zu wirken, weil er gewinselt hat wie ein kleiner Hund um sein Leben. Er hat geheult wie ein kleines Mädchen, das man einen Lolli wegnimmt. Kurz vor seinem Tod, bevor er sich eingepinkelt hat. Und es war mir ein Vergnügen abzudrücken. Ich habe nicht mal den Rückstoß gespürt, nicht mal den Adrenalinschub. Nichts. Es war befreiend. Und das würde ich jederzeit wieder tun. Dann einmal die Frage an den Anwalt. Worauf plädiert ihr? Gerne. Was für beide? Nein. Für Gina Freispruch. Ja, Sie fordern für Frau Moretti Freispruch und für den Herrn Peroni 10 Jahre. Genau. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil für Frau Gina Moretti. Frau Moretti wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Prozesskosten sind dem Staat zur Last zu legen. Herr Vito Peroni wird auf lebenslänglich verurteilt sowie zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Euro. Auch hier können Sie binnen 14 Tagen einen Widerspruch einlegen und bei uns an der Staatsanwaltschaft Köln vorstellig werden. Das Gerichtsurteil ist am heutigen Tage am 8.10. 22.35 Uhr rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen.
Glaub mir, nichts ist so, wie es scheint. Vertrau mir.